begin to show. Yo, Bitches. wie ihr sehen könnt und wie ihr wahrscheinlich auch dem Videotitel und dem Thumbnail entnehmen könnt, spiele ich Firewatch. Es war jetzt im Angebot, deswegen habe ich es mir jetzt endlich mal gegönnt, ich armer Student. Und ich glaube, vom Stil her und von der Ästhetik ist das Spiel wunderschön und ich hoffe, das wird mir auch gefallen. Ich gucke jetzt einfach mal. Ich fange jetzt hier mal an mit euch, schau, wie mir das gefallen wird und nehme euch mit. Mal schauen. Interessant vielleicht für manche, ich spiele das Spiel auf Linux, Ubuntu 16.04, GTX 79, i5 3570K auf 4,5 GHz. Wer uns kennt, weiß wahrscheinlich die Specs von meinem Computer sowieso, aber für neue Zuschauer wollen wir das kurz erwähnt haben. Dann machen wir das hier mal ein bisschen kleiner und fangen einfach mal ein neues Spiel an. Ich habe vorhin nur kurz gestartet und dann nochmal kurz abgebrochen. Also ich weiß auch nicht, was jetzt kommt. Das habe ich schon gesehen, ja. ja, mal gucken. Ich hätte auch sehr Lust, wie heißt's, PewDiePie spielt das Game mit diesem riesigen, flauschigen Hund und dem asiatischen Kind. Wie heißt das? Fällt mir gerade nicht ein. Tolles Spiel, auch sehr, sehr von der Umgebung und von dem Gefühl, was man beim Spielen hat, einfach wahnsinnig schön. Und ich hoffe, das Spiel ist auch toll. Ich weiß jetzt darüber auch gar nichts eigentlich. Ich habe mir auch keine Let's Plays dazu angesehen. Nur meiner Werbung und auf Steam. Julia. She's about your age, late 20s, laughing with well-dressed professors and grad students from nearby CU Boulder. You, Henry, are out drinking with your pals. Classic evening, würde ich sagen. You approach her. Mutig, einfach mal hingehen, ne? Und ich bin schon betrunken, das ging schnell. So, what's your, you know, major? Ich weiß nicht, was bedeutet das? Major, hä? Ich kann ja eigentlich jetzt nicht schlecht Englisch, aber ich bin mir nicht sicher, was der Satz bedeutet. You're pretty. Ja, nehmen wir einfach mal das. You are pretty, she says coolly. You are not. You are a future hangover. Yeah, that's what I am. What, you replied, confused. Someone should buy you a cheeseburger, she says. Nette Frau. She flags down a waiter and one week later, you're Julia's boyfriend. Schön, wenn das immer so schnell gehen würde, ne? Ja. Okay. Ich bin in einem Aufzug. Ein Backpack. Ach, das sah gerade aus wie ein Wheelchair, Alter. Oh, die Maus ist ein bisschen empfindlich. Mal gucken, ob wir das irgendwie einstellen können. Controls. Maus. Ja. Besser? Ja, besser. Okay, pick up. Geil, ich habe einen Rucksack. Okay, es geht schon auf. Ich bin in einer Tiefgarage, da ist ein Auto. Ich will mal nicht immer das Obvious, die Obvious Sachen machen. Ich bin so jemand, ich gehe auch, wenn ich Witcher spielen würde, würde ich ewig brauchen. Habe ich leider selber auch noch nicht gespielt, weil Geld. Load Gear. Ah, okay. Ich hau den Rucksack einfach da drauf. Ah, das war's. You date for over a year. She drives you absolutely nuts. It's great. Ja, ist es. Schön. You move in. You share an apartment near the school with a view of the mountains. You two drink beers out in the deck. You drink beer just about anywhere. Life is good. Oh yeah. Schön. Julia wants to get a dog. Wieso nicht? Aber wieso nicht gleich Kinder? There's a scruffy, undersized beagle. Julia is in love. She wants to bring it with her to class.
There's also an intimidating but gently eyed German Shepherd. Nothing bad could happen to Julia while walking this dog. It's badass. You pick up the beagle and she names him Bucket. You adopt the Shepherd and name him Mayhem. Ein Beagle. Aber ein Beagle ist eigentlich auch total süß. Oh, ein German Shepherd. Was nehme ich? Ach komm, ich nehme den. Ich weiß nicht. Ich nehme den Beagle. Beagle sind süß. Bucket's a good dog. And a week later, you've totally forgotten about the other one. Julia loves him. You love him too. Wie kann man auch einen Beagle nicht lieben? Vor allem, wenn die so kleine Welpen sind. You talk out on the deck. It's summer. 1979. Okay. It's summer, 9:03 p.m. And the heat still radiates off the high desert. What do you think about kids, she asks. Kids? They're not very smart or good at much. Just like old people. Ja. Wisst ihr, was die Gemeinsamkeit ist zwischen alten Menschen und Kindern? Alte Menschen lernen nicht mehr dazu. Ist so. I'm saying if you and I have a couple little idiots, that would be pretty good. One day, Roy Rush. Finde ich nicht. Nee, das kann man anders sagen. That would be pretty good, yeah. In that case, we should probably get married. Yeah, I would like that, you say. These kids are going to be screwed up enough. It's probably for the best that their parents are hitched, you say. She's absolutely right. Oh, ist das schön. Ich versuche meine Maus ein bisschen weniger ruckelig zu bewegen. Hier ist natürlich. Wo ist mein Rucksack? Okay. Ich kann hier nichts machen. Ich vermute mal, ich muss hier hingehen. Thoroughfare Trailhead. Do not forget to check in. No fireworks. Warning. Aha. Learn to live with beers. Two forks. Aha. Boah, was da alles steht. Okay. Ja, ist offensichtlich die Map. Wo bin ich? Vermutlich hier, ne? So bleibt, oder? Oder hier. Hier ist doch bestimmt ein Index. You are here oder so. Wieso? Ah, oder ich bin blöd. Ich könnte es mir gern sagen, wenn ich es übersehen habe, wo ich hier genau bin. Also vielleicht hier, da ist ein großer roter Punkt. Hier ist auch ein Punkt. Keine Ahnung, ich kann so ranzoomen mit der rechten Maustaste. Interessant. Ja, ich weiß nicht. Also ich würde jetzt ganz stark vermuten, ich gehe den obvious Weg hier lang und gucke einfach mal, was passiert. Ah, die Grafik ist wirklich, also die Grafik ist an sich nicht gut, sage ich mal, wenn man hier guckt, ne? Oh. Aber die Stimmung ist toll und irgendwie sieht es sehr, sehr schön aus. It's a Thursday night and Julia is 4 hours late. Also ein Jahr später jetzt. She doesn't call. You're worried and getting angrier by the minute. She walks in after you've gone to bed. She's not quite drunk, but she's clearly been having a fun time. You fight when she gets between the sheets. You get mad, you ignore her. Nein, ignorieren ist nie gut. Also eher. Yeah, you get mad. You call her. Oh. She tells you to fuck yourself and to not be such a baby. You call her selfish. She knows you mean it and it hurts her feelings. Julia still likes to draw. She draws plants from her research. She draws all the places you go. She draws you. Ein Jahr später. You pose and flex like He-Man.
You frolic like a Victoria's Secret model. Ja, das mache ich. Julia was right. You are very pretty. Ah, danke schön. Da bin ich runtergeflogen. Jetzt habe ich mal meine Füße gesehen. Schöne Füße. Oh. Boah, sieht das geil aus. Was für ein schönes Licht. Kaputter Baum. Kann ich da durchlaufen? So ein bisschen, ja. Fox Fire Lookout. Space Butter Climb over Constructions. Na, das kriege ich hin. Schön. During the summers, auch wieder nächstes Jahr, you and Julia enjoy walking bucket at a night. At night, walking bucket. Was bedeutet das? There's a festival in town. It brings in folks from far away places. One of them tries to mug you with a knife. Was? So ein Hurensohn, Alter. Bucket gets kicked. Fuck, dog, Julia tells. She gets flustered and has trouble speaking when she is stressed. You confront the attacker. You scare him away. You beat his goddamn face in. Alter, ein Hund. Der kann doch nicht einen fucking Hund kicken. Der wird gefickt. Your arm gets cut up, but you beat the guy to a pulp. You don't feel very tough. You cry your eyes out before the cops show up. Julia asks to take a different path from that day forward. You say okay. You don't want to go that way either. Oh nee. Oh, es ist traurig. From then on, you walk by the river. Oh. Wieso ist es so traurig? Irgendwie, keine Ahnung. Plans to have kids get way late by work. Julia gets offered a job at jail. Jail is in Connecticut, 2,000 miles away. It's a great job. Associate Department Chair. She wants to move. You absolutely do not. Convince her not to take the job. Agree if she commutes back and forth. Das ist auch scheiße. Wieso kann ich nicht mit? Wieso kann ich nicht mitziehen? Oh Mann. Was die Frage sind, ne? Wir haben noch keine Kinder. Ja, komm. Sind wir mal nett. You ask her if she'll commute back and forth. You don't want to move to Connecticut. She says that will be hard, but she will do it for you. If you won't move. You tell her not to pass it up if it's what she wants. She agrees. She flies back to Boulder 3 times each semester. Das ist doch okay. 1985. Die sind jetzt schon 6 Jahre zusammen, ne? Mindestens. Julia is sent home from jail on paid leave after having an episode. Sent home? Wieso das denn? She lost it on a colleague for borrowing books that were important to her research. Ah, ernsthaft, Alter, was für eine Pussy. She didn't remember she had happily loaned them to him just 2 days prior. She didn't remember she had. Okay. She was found crying in the stairwell. You say that maybe you guys should talk to someone about it. You make macaroni and drink wine and try to forget about it. Ja. Ist doch besser. It works. You watch Dallas on TV and sleep together on the couch. Ah, wunderschön. Ist das nicht toll? Liegen sie beide auf der Couch und gucken irgendeinen Scheiß. Was will man manchmal mehr? Ne? Manchmal braucht es nicht mehr.
Journal. Pick up. Ich als Victoria's Secret. Bucket is getting old and Julia comments that it's kind of nice because she gets in less trouble around the house. A week later she goes back to the university. Julia's affliction gets worse. She can't remember things in class. Her research is in shambles. She drives her car to the next town over for no particular reason and has to be brought home by the police. She is devastated. She is sent home on permanent medical leave. Ja, scheiße Alzheimer, ne? Das in dem Alter. Some days you get the Julia who calls you a dope and your unborn children little idiots. Other days you get a stranger. She pulls you into bed to make love. After 5 minutes she goes into a panic believing her dad is at the door. You tell her family. They are crushed and begin to make trips to and from their home in Australia to visit her. For a while your friends come by with little things to brighten the day. But she gets worse. Ja, ich meine, ne? Die Krankheit wird nicht besser. You spend your days following Julia around the house. You count the seconds between the 2 weekly visits from Daniel, the nurse. He suggests that Julia could live somewhere else, somewhere between 24-hour care, a home. It sits with you for a couple months. You decide to move her into a full-time care facility. You are determined to take care of her by yourself. Das ist die Frage, ne? An sich kriegt sie es ja irgendwie auch nicht mehr mit, aber irgendwie ja doch. Sie vergisst es nur wieder, aber bewusst ist es ihr natürlich. Und in dem Alter willst du nicht in einem Altersheim vor dich hinschmoren. Komm, du kriegst das hin. Ich bin auf einem Pfad. Es ist wieder Tag. So ein kleiner Fluss oder so. Ja, ein paar. Ist kein Fluss, aber ein Baumstamm. Gehen wir hier mal rüber. Oh. Ein Elch oder ein Hirsch oder so. Ach cool, witzig, wie der sich wegbewegt hat. It is impossibly hard. The worst is when you get mad at her. Like when she tries to cook her own food. You can't do anything without her and she can't do anything without you. Ah, ist schlimm. When she goes to sleep, you stay up for a few hours, drinking on the deck. Watching baseball in the summer, colleague basketball in the winter. Drinking then too. You start going out after you put her to bed. The first time you do it, you worry about her getting up and walking around while you're gone. You put a chair in front of the bedroom door. Ja, das kann man auch nicht machen. Was ist, wenn sie aufs Klo muss? You trust that she sleeps like a rock. Ja, wenn ich ihr das trust, dann passiert 100% irgendwas Schlimmes. Dann stirbt sie oder läuft irgendwo und fällt runter, was weiß ich. Aber wenn ich einen Chair vor ihr einen Raum tue und all das geht auch nicht. Ah, scheiße. You go to the same bar at the boring end of Pearl Song, Saint. It's nice there. Over time you tell Sheila, the bartender, everything. It's a huge weight off. You are home and in bed by 1 a.m. a couple nights a week. You look forward to those nights. Ja, kann er natürlich mit dem über seine Probleme reden. Das tut ihm bestimmt gut. One night you are stopped at the DUI checkpoint. You blow a .10 and are taken to jail for the night. Ich weiß nicht. Punkt 1 ist das 0,1 Promille? Das wäre eigentlich nix. Bin ich mir nicht sicher, was das für eine Metrik ist. Naja,
Egal, auf jeden Fall ist er im Gefängnis. You consider trying to hide it, but you tell your sister-in-law, Susan. Julia's parents take the next plane from Australia. They can't believe they stayed your house is in. Then they tell you Julia is coming to live with them. You don't argue. You say you will visit soon. A few weeks go by. Summer is coming and you see an ad in the paper for a job. Boah, der muss echt richtig hart am Boden sein. Fertig mit der Welt. Und der Job, wahrscheinlich seine einzige Möglichkeit, irgendwie wieder einen Boden unter den Füßen zu haben. Ey, die Story ist echt krass. Mich hat es ein paar Mal jetzt etwas ein Schauer über den Rücken. Oh Mann. Krass. Okay, es ist Nacht. Ah, und ich vermute mal, das hier wird mein neues Zuhause, die Firewatch. Sozusagen. Und es wurde gerade schon gespeichert. Ah. Ist der Sternenhimmel eigentlich logisch? Ich habe nicht das Gefühl. Nee. Ja, gehen wir mal hoch. Ah, da ist auch eine Hütte. Ah, sieht aus wie das Klo, ja. Gehen wir mal weiter. Das Holz ist auch ganz cool gemacht eigentlich für die Grafik. Open. Ha. Ich nehme mal an. Hier mache ich das an. Ha. Ja, klein, aber fein, ne? Hold left shift to activate radio. Ach, ich kann hier. Okay, mit Mausrad kann ich auswählen, was ich sag. Hello? Whoever this is? It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Map table. Yeah, that's what the guy said on the phone. So, what's wrong with you? Excuse me? People take this job to get away from something. So, what's wrong? What's wrong with you? That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine, then can I sleep forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. You have killed 3 ex-husbands. You are rebelling against mom. Nobody back home can stand you. Okay, you've killed 3 husbands. Machen wir mal eine Humorantwort. Very good. Bravo, Henry. Okay, I sleep now? Not quite. Now you. Okay, good night. Bye. Let's see. I don't know anything about you. But maybe you just really like trees. Maybe it's genau das ist es. Ich stehe auf Holz. Geil. Bisschen. Weißt du, wenn da so ein Specht ist, der so Löcher ins Holz macht, die kannst du richtig hart. Okay, also, wieso habe ich plötzlich Fenster und eben hatte ich keine? Hemming, was habe ich hier geschrieben? But there's a guy coming from the university to grab an... bla bla bla. Bla 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 bla, okay. Hiked in last night, got lost a lot in the way here, and then met my boss Delilah, real piece of work. Hopefully we don't have to talk much, maybe I'm just grumpy from lack of sleep. Didn't get a wink last night and was pretty sure there was a bear sniffing around my tent.
I actually made a good fire last night and flipped through Julia's journal. I still feel weird about having it, but Susan thinks it's a good way to, what's the word she used, stay connected to the real Jules. But I was sitting there looking at it, and I don't know if it's a good idea for me to keep doing that. It didn't feel good, and yeah, like I said, I didn't sleep great after that, but it was probably the beer. Alright, it's late afternoon and I gotta check in with the boss. Ah, hat er also selber geschrieben. Okay, das Licht brauche ich nicht. Ein Foto with Julia. Ach man, da sieht man die gar nicht. Aber er ist ja ein Hübscher, ne? Geil. Radio Charger, Light Switch. Kann ich jetzt auch nicht anmachen. Kann ich hier irgendwie weg? Leertaste? Oder muss ich das Radio einfach... Ja, okay. So, ich hoffe, jetzt ist die FPS auf jeden Fall wieder akzeptabel. Tut mir leid, Linux, ne? Hat man noch nicht so alles perfekt eingestellt, damit das gut läuft. Ich habe hier auch keinen Nvidia NVENC zum Encoden. Also theoretisch machbar, aber habe ich mir jetzt noch nicht angetraut. Ich hoffe, jetzt könnt ihr da einigermaßen gut zugucken. Ich muss replyen. Hey, sorry, guess oh. I slept in. Ja, passiert, ne? You got a relaxing, what, 14 hours of sleep? Oh. Yeah, Jesus, I guess it's cookbook. 6:45. Whoops. Don't worry about it. That hike puts everyone out of commission for a day or two. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. There's a thing in the middle of your room with a round map on it. Do you see it? Das hier? Okay, ja. Ich hab's gefunden. Yeah, I see it. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. Interessant. Osborne? You use this to spot, you guessed it, fire. What the fuck? What is it? Nothing. You use this to. Oh, fuck me! Good God, language, lady. Out your west facing window. Are you seeing what I'm seeing? Are those fucking fireworks? Okay, Westen. Ja, okay. Das dürfte Westen sein. I need you to confirm. Do you see them? Ich sehe nichts. Oh, da. Ja. Whoa, that's not legal, right? No. You need to get down there right now and stop them. Fire danger is through the fucking roof. Is that really my job? Man, was ist alles, your job hat? Is whatever I say it is. The closest ranger is like 2 days away. Go down there and set him straight. Ja. Do you think you can handle that? Like kick the shit out of him, sort of. Kick the no, shit no, out no, of no. him. Jesus, no. What? I'm not a cop. It's not like I've got a rule book over here. Just make sure they don't do it again. Take their shit. All right, fine. Don't feed anyone a knuckle sandwich. Get going. You'll probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right. There should be one in the supply box on the way. The code is 1234. It's actually that for all of them. Raffiniert. Oh, ja, perfekte Antwort. Smart. Smart. Shut up. Geil. Warte, 1234 war's, ne? Was denn das? Ach. Danke, das brauche ich jetzt natürlich. Auf meiner langen Reise ins Nichts. Danke. Verbrennende Hölle. Na dann, auf geht's. Ich glaube, hier können wir eh nichts mitnehmen. Kann ich hier rum eigentlich? Ah. Wieder. Nee, hier kann ich nicht. Ja, dann auf. Ha, hier war gerade was. Oh. Hey. Hey, I can see your tower. Yep, that's me. Bye. Ach. Interessant.
Hop over. Was kam hier jetzt gerade? Ich glaube, das war die Karte, ne? Das wäre nämlich nicht schlecht. Wo müssen wir hin? Ja, richtig. M ist die Karte. Und wir sind hier. Ja, da hatte ich recht. Am Anfang, ne? Dass wir uns ungefähr da aufhalten. Mit diesem fetten roten Punkt. Oder? Wahrscheinlich waren wir da noch gar nicht da. Nein, waren wir nicht. Egal. Wir müssen nach Westen. Cage 306? Ja, das ist doch Cagebox 306. Und Westen ist... Ja, doch da. Ja, dann folgen wir einfach mal dem Weg, ne? Vielleicht ohne der Karte vor dem Gesicht. Da ist ein Zaun. Och, ein Blatt, was da fliegt. Mann. Ja, mal gucken. Wir gehen das Ganze ganz ruhig an. Vielleicht kann man später gucken, ob man hier irgendwie über Felsen klettern kann, um so seinen Weg abzukürzen. Ich weiß es nicht. Kann ich darüber? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Wie schön das Licht hier durchbricht. Nee, geht hier noch weiter. Ist hier was? Sieht cool aus. Irgendwie sieht hier aus, als wäre irgendwas. Block Trail. I've got an overgrown trail here. Yeah, that'll happen. So I'm screwed when it comes to getting past it? Mm-hmm. Screwed until you clear it yourself, yeah. Great. Well, if I come across some tools, I'll add groundskeeping to my ever-increasing list of responsibilities. Okay. Supply Cage. Open. Ja, Mann, hacken wir die Cage, Alter. Eins. Zwei. Drei. Und vier. Ja. Nice. Eine Map. Oh, geil. Amazing View. Was steht hier? Will Armstrong. Ranger Rick. Nein. Krass. Dynasty Lake. Medicine Wheel. Ist wahrscheinlich auch ganz interessant zu wissen, ne? Tattoo Fork Lookouts. Hey man, guy couldn't take it, so I looked up his lookout and put some stuff in the box. Found one of those bars you liked. Hiking into the park, but let's get fucked when I'm back. Dave. Okay. Note, take. Ach. Ja, habe ich jetzt schon gelesen. Hold E. Okay, da können wir es. Ja, Mann, nochmal so eins. Kannst mich mal. Okay, unser Seil. Sehr gut. Ja, Mann. Ach, die Bar, von der er geredet hat. Dope. Ja, essen wir. Okay. Süden, Westen. Ja, dann hier lang. So. Ungefähr. Den Weg haben wir jetzt schon. Ah, okay. Das haben wir schon. Die ist aber wahnsinnig genau, die Karte. Leck mich am Arsch. Weil viel sind wir jetzt nicht gelaufen. Ja, genau, hier geht es, glaube ich, zu der schönen Aussicht. Das gönnen wir uns doch einfach mal, oder? Zeit haben wir ja genug. Also ich zumindest. Ach, Toggle Jogging. Ja, Mann. Rennen. Ich habe mich schon gewundert, weil mit Shift kann ich das ja nicht machen. Oh, fett. Vista is incredible. Which one? Down the hill from my tower. There's a canyon and then the rest of, well, everything. Hey,
you should see what I'm looking at. An eagle has been hovering over this gorge for the past hour. Maybe if you're good, you can come by and see it at the end of the summer. Ja. Auf. Dann hier gehe ich mal weiter. Sag mal, es ist schon spät. Wie ist es? Es wird dunkel, wenn ich da ankomme. Was ist denn hier? Nee, es sind einfach nur Steine. Hier ist nichts. Oh, hier ist Feuerwerk. Interessant. Ich mag die Geräuschkulisse. Schön ruhig. Das ist wirklich ein Spiel, bei dem kann man runterkommen, ja? Kannst entspannen. So ein bisschen auch eintauchen, ne? Das ist wunderschön. Ropehook. Ah, guck mal, da ist der Baumstamm. Da müssen wir unser Seil anbringen. Und da ist das Feuerwerk. Schießen wir noch mal eins? Na kommt. Ja. Boom. Naja, gut. This shale slide is steep. How do you expect me to get down this? I don't remember it being that bad. It's not even named on our topos. What about shitty boss is going to get me killed hill? What about shitty boss is going to get me killed hill? Oh, is that Absorca Indian? Maybe Creek? That's actually English for not in my job description. Map updated. Shitty boss is going to get me killed hill. Ist ja geil, dass das jetzt da drin steht. Deal with whoever is setting off fireworks. Na dann, auf Spacebar. Und, okay, ach, ich muss nach unten drücken. Kann ich hier auch gucken? Na, ich bin hier relativ eingeschränkt in meiner Sicht. Na dann, auf. Wow, wow, wow. Autsch. Wieso ist alles so lila jetzt? Man weiß es nicht. Report climbing accident. Ja, natürlich. Alter, hey, ich hab mir wehgetan. What the hell's wrong with you? My shitty boss almost got me killed. First, your boss is a delight. Secondly, Jesus. What exactly happened? My rope snapped coming down the shale slide. You didn't break anything, did you? No, I think I'll make it. Well, be careful for Christ's sake. Ja, ich passe ja schon auf. Was ist, wenn jetzt ein Bär kommt? Ha? Ha? Was ist dann? Ich habe nicht mal eine Waffe. Okay. Old climbing gear. Examine. Ja, okay, hier kann ich. Ja, dann muss ich wohl da lang, ne? Oder wo geht's hier lang? Naja. Warte, schauen wir auf die Karte. Westen ist schon da eigentlich. Aber wo müssen wir lang? Wir sind hier. Ah, doch, muss ich schon ein bisschen nach rechts. Da den Weg lang. Muss der hier sein. Also, was heißt Weg? Dieses Etwas. Report Meadow. It is a hell of a nice camping spot down here by the lake. I haven't been down there in years, but yeah, Jonesy Lake area is perfect. Ja, hier kann man echt geil campen. Ach, guck mal, die haben ihre Sachen. Oh, nice. Was ist das? Bier. Geil. Was kann ich damit machen? Examine. Das ist ja cool. Krass. Krasser Arm. Release. Clean up. Was? Okay, vielleicht kann ich das hier trinken. Ich
ich kann das nicht trinken. Ah, fuck you. Na gut, die ganze Scheiße hier aufräumen tue ich jetzt aber nicht, ja? Könnt mich mal. Noch mehr Bier. Oh, Whisky. Oh shit, Ferret or Irish. Oh, Single Malt, distilled mature and bottled in Ireland. Dope as fuck. Save for later, ja, danke. Danke. Ein Campfire. Ich kann's ausmachen. Sollte ich machen. Hier ist überall schön Gras, ne? Sonst haben wir noch ein Feuer. Was kann ich hier? Confiscate. Ja. Bier? Ach, fick dich. Danke. Genauso ist es. Oh, was war hier? Campfire. Ne, da war ich schon. Backpacks. Huh. They left their packs tied up here. Ah. The idiots down at the lake? Yeah, them. We just found where they're hanging out. Oh. Well, they left their clothes out to dry. It looks like two people. Die sind bestimmt nackt baden, Alter. Won't that be exciting? Look, they're obviously still there, so tell them off and then head back. Oh, ein Bier. Geil. I found a bra. A nudie pyromaniac. Remain professional. Examine. Ja, gucken wir uns das mal gehen. Ja, ja, das kann man lassen, ne? Kann man. Ja. Was haben wir hier? Oh, a pair of panties. Da ist doch nur eine. Nice. Nice. Geil. Okay, hier. Nein, hier. Ach, hier muss ich lang. What the fuck? Oh, da liegt noch was. Another pair of panties. And another bra. Wieso kann ich die nicht examinen? Hä? Hä? Scheiße. Hm. Aber. Oh, zwei Bras. Das sind zwei Bitches, Alter. Zwei. Okay. Found them? Oh, da sind sie ja. Oh. Teens. Boombox. Cool Stereo. Oh, hey, put that down. Yeah. Seriously, it was expensive. Fucking cool it with the fireworks. Please just put it down. We won't light anymore. This guy's creepy, Chelsea. You probably have a tiny dick. Oh. Light another firework and it won't be your stereo I wreck. Fuck you, Sam. You can't just harass girls in the woods. Let's get out of here. Oops. Alter, stellt euch nicht so an, ja? Ich habe nur für Recht und Ordnung gesorgt. Hey, that go okay? I might have got a little hot. What's a little hot? Some of their personal property took a swim. Ugh. Well, I can't do anything about it now. Nope. Thanks for dealing with him, though. Seriously. No problem. Aus Versehen reingefallen, ja? Ich kann dafür auch nichts. Ach so, wie komme ich denn jetzt eigentlich zurück? Ich kann da ja nicht mehr hochklettern. Find a way back to Fox Lookout. Alter, muss ich da echt diesen Ken 100 Pro muss ich da lang? Wo will ich denn sonst lang? Ach du Scheiße. Okay. Ja, nee, da kann ich nicht. Und da geht's auch. Nee, ich muss da lang. Okay, okay. Zurück? Wo geht zurück? Falsche Richtung! Ah! Okay. R kann ich joggen. Vielleicht schwimmen die gerade an Land, hä? Nee. Aber vielleicht kann ich zu denen schwimmen. Kann ich zu denen schwimmen? Any
Any chance of those kids getting a disease in this lake, like diphtheria or consumption or... Consumption? Not if they're not 19th century chimney sweeps, no. You know, whatever. I mean, if they drank a bunch, Giardia maybe, but probably not this time of year. Hm. That's too bad. Okay. Ach, ich kann da gar nicht rein. Na. Well, this lake does seem like a good spot to swim, even if the last people to do so were assholes. Yeah, right now though, it's all snowmelt, so you'll freeze your balls off. But as hot as it's been, maybe that's a fair trade. Starting to feel like it. Gutes Gespräch, ja? Kann ich da lang? Nein, kann ich. Nee, ich glaube, ich muss einfach hier weitergehen, ne? Ja, hier ist auch dieser Canyon, wie man so schön sagt. Krasser Canyon, Alter. Krass. Ah, schön. Oh. Ja gut, hier sieht es wirklich aus wie ein Canyon. Fett. Wo komme ich hier hin? Hier geht's auch irgendwo lang. Wo bin ich hier? Ah ja, da komme ich da. Aber da muss ich jetzt nicht lang. Nee. Gehen wir mal wieder. Es wird ja auch dunkel. Scheiße. Muss ich mich beeilen vielleicht, oder? Schau. Wow. Okay. Drüber. Rüber. Natürlich kann ich hier hoch. Ist ein Fettsack. Ja, ich glaube, der sollte mal ein bisschen öfters wandern gehen. Dann kommt er hier auch leichter hoch, ne? Und hier runter. Und hier auch runter. Schön. Wo muss ich jetzt? Ja, hier lang. Wow. Ah, es wird echt dunkel. Muss mich beeilen. So, I have a bit of a confession to make. Okay. What is it? Look, I was drunk last night when I welcomed you to the job. Yeah, well, you're not the first boss to be guilty of that. I know I can get a little pushy, you know, putting you on the spot about why you're out here and stuff. Aha. Na, das klingt, Yeah, whatever. Well, you know, I'll try to make it up to you. Anyway, let me know when you get back to your lookout. Okay, jetzt bin ich gespannt. Es gibt 100 pro irgendeine Alien-Invasion. Kann ich, ja, ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht, hier drauf zu klettern. Oder irgendwelche verrückten Einsiedler, die durchdrehen und alles töten. Wow. Gewitter. Die alles töten, was in ihre Nähe kommt. Nearby storm, oh fuck. Hey, I heard some thunder. Yeah, I've got eyes on a storm out to the north. Well, that's bad, right? Because of the lightning? It just means we'll be busy. Hurry home and try not to get hit by lightning. I got hit by lightning when I was 9 years old, so I'm safe. It's not gonna strike twice and all that. Well, there was an old lookout named Roy Sullivan who got hit by lightning 7 times. I don't like the sound of that. Yeah, well, if it makes you feel any better, it wasn't what killed him. What killed him? Suicide. Would you believe? Und dann bringt sich um. Okay. Wow, das klingt nicht gut. Aber hier ist schön. Ja. Jetzt gucken wir erstmal, was in der Box hier ist. Supply Cage. Open. 1, 2, 3. 10? Nö. Map. Copy Information. Ach. Wieso habe ich das nicht vorhin gemacht? Flashlight, ja, das ist glaube ich. Oh, ernsthaft. Oh.
Alles gut gemacht. Ich dachte jetzt, fuck. Ein Horn. Okay. Kann ich damit was machen? Nee. Cool. Okay, ich kann die Taschenlampe an- und ausmachen. Lässig. What's in this cave down here? In Thunder Canyon? Thunder Canyon? Hey, I didn't name it. Thunder Canyon. But in the cave? I don't know, rocks? NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. So. Auch gut, dass wir da reingehen. So I say, fuck it. You're a grown man, you can go where you want. Great. Oh ja. I used to go caving with someone back in Colorado. She loved it. Might be great to explore it sometime this summer. Well, that could be fun. Obviously, be very careful. Okay. It doesn't seem that dangerous. Whoa, whoa! Ah, no! Henry! Seriously, it's completely fine in here. God damn it! Hello! This cave is gated off. It's to stop spelunkers from dying without getting the keys from the Forest Service office first. Makes sense. Although, Debbie says she lost them like 3 years ago, so maybe its mysteries are locked away for good. Ah, damn. Yeah, but maybe you can find another one to get your caving kicks in. Oh, this one's so close to home and convenient, though. Space back oh, up down. Sorry, oh, ich kann auch drunter. So. Ja, ich glaube, jetzt haben wir es gleich geschafft. Und hier noch. Ups. Wow. There's some guy out here giving me the creeps. The creeps? Hallo? Wait, he's looking at you? Is he doing anything else? I don't think so. Henry, there's something something someone should have told you about this area. What is it? Wo komme ich hier hoch? It's outside. Come on. The whole thing. And people come and go as they please. It's madness. Yeah, okay. I get it. Look, bumping into someone in the middle of nowhere is part of the fun. Wie komme ich hier hoch? Ach, oh, bin ich doch bescheuert. Okay. Sonnenuntergang. Okay, ich glaube, Herz richtig. Creepige Menschen. Leuchtet der mich einfach an, der Huso. Climb. Ja, und? Kann ich hier drüber? Ja. Ah, na ja gut, das war jetzt weniger schön gemacht von der Animation, würde ich sagen. Aber das. Hier stand doch der Dude, ne? Spacebar Dropdown. Na, ich kann ja auch runterklettern. Climb up. Okay. Och, wo geht's jetzt hier hin? War es jetzt eine Abkürzung oder komme ich jetzt ganz woanders hin? Ich weiß es nicht. Da ist der Weg. Wow, nicht runterfallen. Ja, jetzt wird es langsam echt dunkel. Metal. Bam. Und rauf. Und hier auch. Komm, das schaffst du. Jetzt steht hier oben der Dude bestimmt. Ne? Okay, puh. Also die Stimmung ist jetzt schon ein bisschen scary. Vorhin war es richtig schön, ne? Lässig. Und jetzt kriegt man schon leicht ein bisschen Muffensausen. Wie man so schön sagt. Keine Ahnung. So langsam das Gefühl, irgendwas passiert hier bestimmt noch in dem Game. Irgendwas wird bestimmt richtig krass. Ich bin mal gespannt. Aber es ist ein bisschen wie ein Film, weißt du, am Anfang wird erstmal so die Vorgeschichte erzählt. Oh, ja. Ruhe dich erstmal aus. Wow. Wow.
Gutes Schild. Well, that trail isn't closed anymore. Oh, really? Yeah, I took care of the blocked path. It was backbreaking, but you know, anything for the service. Well, thank you. Anytime. It's a pleasure. Ja, dann nice. Outhouse. So it's just the outhouse then, for going to the bathroom. You're a man, Henry. You can go wherever you want. Well, number one at least. And full disclosure, I pee wherever I want as well. So this generator is all the power I've got out here. Yep, it doesn't go through much gas, and well, you don't have much in the way of electronics, so. What about my hairdryer? Oh, I'm sorry. You might just have to make peace with frizzy locks. I could never. Ich auch nicht. Oh. Outhouse. Roadhouse. Outhouse. Was? Ah. It's, I feel like I'm going to be murdered when I'm in here. I feel like I'm going to be murdered when I'm in the outhouse. Feeling a little exposed, are we? Hey, no man in the history of the world has felt tough with his pants around his ankles. Well, be strong. You can always call if you're having trouble. Sure, I'll do that. Oh ja, darauf, ja, gucken wir mal, was ist hier was? Nee, da ist Gras drin. Cool. Geiles Klo. Ja, machen wir mal. Ja, scheint nicht aufs Klo zu müssen. Also. Ja. Joggen wir hier mal wieder hoch. Sieht man den Sturm? Ich glaube, das ist der hier, ne? Oh, nee. Au, oh, der sieht böse aus. Ganz böse. Typewriter? What? What? What can I do for you? Well, my typewriter is on the ground, outside of my tower. You write? Yeah, look, the wind? No. How the hell... You should get inside. Whoa. Not me. Wow. Alter, war da jetzt wer drin? Och, und dann auch noch die spannende Musik. Ah, ich habe Angst. Hä? Ich kann nichts. Oh. Someone broke in. They what? They wrecked the place. Threw my typewriter out the window. Motherfucker. What Holy the shit. Fuck? I'll let the Forest Service know what happened. The place is trashed. Holy shit. Okay, thanks. Do you have any idea who would have done this? I don't know. Who's out here? I mean, I don't know either. I've never had a lookout be a target for violence. Great. I can't believe someone would do this. I mean, I worry about bears and fires, and that's about it. And now I've got to worry about who knows what out there. Okay, in the morning I'm gonna call my friend Patty, who works the desk down in Cody. They keep a list of everyone who's officially been in and out of the trailhead since, I don't know, forever, and see if we can get a list of names. We won't get much, but at least if anything else happens, we can refer to it and see if anything comes up. Thanks. I need you to feel safe out here. Just point me to the Forest Service weapons cache and I'll feel safer than the Pope in his little car. Yeah, someone made the choice years ago that leaving people with infinite amounts of alone time and a gun was kind of a bad idea. Nah. I'll see what I can do. Oh, fuck.
Das ist krass. Jo. Scheiße. Wir hatten einen echt tollen Start. Ne? Kann ich hier nicht? Ich will Pause machen. Ah, fick dich. Jetzt, ja, ich würde sagen, wir hatten einen tollen Start. Krasse Story am Anfang, sehr, sehr gefühlvoll und gefällt mir echt gut. Wirklich schön, um mal ein bisschen auch runterzukommen. Ich bin mal gespannt, das scheint doch ziemlich spannend zu werden. Und ja, ich hoffe, ihr schaut mit mir weiter. Mir macht es Spaß. Das Spielen ganz chillig. Und wenn es gefallen hat, ja, lasst doch ein Like da oder kommentiert oder subscribed, damit ihr auch benachrichtigt werdet, wenn das Ganze hier weitergeht. Und danke fürs Zusehen und bis bald. Ich bin Fabian von Definitiv Gaming. Ciao.